Was wäre dein Traumjob? Fürs Zocken bezahlt zu werden. Oh, wait. Ja, was? Damit meine ich natürlich Herzchen für euch alle. Weil ohne euch wird das ja nicht mal gehen. Die ganzen Schmattköpfe, die hier die ganze Zeit davor sitzen und den ganzen Tag 9 Stunden mich Solo-Q spielen sehen aktuell. Schon wieder LP-Packen, I guess. Wenn der Typ hier Kiana spielen will. Oh, Gangplank. Das wäre das erste Mal gegen den Gangplank. Bin ich gespannt, falls es Gangplank wird auf Toplane. Junge, diese ganzen Nunu-APs, Junge, sind ja absolut wild. Flash. Junge, der Dash war gerade ein bisschen unlucky vom Timing her. Dam, dam, dam. No fucking way, die kommen nicht ran. Oh, ist das so traurig, ist das. Kommen sie ran? Oh my god, no. Das hat er sich nicht nehmen lassen, Junge. Hat er sich nicht lumpen lassen. Wollte haben. Wie liefen die Games bis dato? Ganz gut. Also heute bis jetzt 7-4. Also ist stabil. So kann das weitergehen. Wir hatten heute auch ein paar Monster-Carry-Performances. Also bin overall sehr zufrieden heute. Heute nicht ein einziges Game gehabt, wo ich scheiße gespielt habe. Nice! Hä, warum läuft sie denn nicht da lang? Mann, Junge, verstehe ich nicht. Schmeckt. Abgestaubt? Na sichi. Die so deep gehen, Junge. Lecker Schmecker. Ey, der Nodo sieht ziemlich behind aus. Der ist fucking Level 6. Schade, kein Ulti. Hätte ich mir sparen können, dann hätte ich jetzt runter-TPen können gleich. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Zack. 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 Ich will Cooldown-Reduction, Junge. Cooldown-Reduction, Cooldown-Reduction ist der Key hier. Wenn ich oft genug mein Q und E durchkriege, Alter, dann sind die alle tot. Ich werde die so schlitzen. Noch mehr Playthings. Schön. Da da da. Da 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 da. Drei Level mittlerweile über dem Nunu, Junge. Schmeckt. Let's go.
Hab halt nichts, um da ranzukommen. Junge, ich bin stuck. Junge, ich war halt legit einfach stuck in den Golems. Ich glaube, wir gehen Rabadon. Obwohl ich Nashas Tooth noch feiern würde jetzt erstmal. Ja, komm, wir gehen Nashas noch. Too strong, um zu skippen, um ehrlich zu sein. Wie geil ist es halt, Gwen so fett zu sein. Du kannst einfach tun, was du willst. Ja. Entspannt. Ja, dieser random Triple Kill, den ich bekommen habe, ne? Der war halt brutal, Junge. Wenn dann mein Team es nicht absolut wegschmeißt, ist halt no chance für die Gegner. Junge, einfach Bottom, Alter. Jetzt ist auch noch mein Ezreal weg. Eieiei, hoffnungsloser Fall. Und keine Ahnung, was ich hier gehen will. Kevin auf Lucian? Ja, was sollte ich... Ich wollte Ezreal spielen, aber der war halt weggepickt, leider. Ah, kommen wir nicht mehr ran. Junge, klasse. Maschine. Oh mein Gott! What the fuck? Alter, was ist das denn für eine Maschine hier? Junge, 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 Junge. Oi, 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 oi. Der war sehr sexy. Junge, Botman ist so fucking over. Junge, krass, was ein guter Support ausmacht, Junge. Schaut's euch an. Und dann sagen wir, Supporter können nicht carryen. Als Supporter kann man nicht climben. Also in der Elo, obviously. War ein bisschen risky von mir, wahrscheinlich in der Wave zu kämpfen, ne? Klose? Ja gut, ich hatte ja mein Gold nicht ausgegeben, ne? Aber ja, war schon sehr knapp. Ich meine, die dicke Wave hat es halt komplett ausgemacht. So ein AD Carry ist immer so tilted? Der nimmt ja ganz schlimm runter. Ich wäre für die Minions gegangen, sind mehr Gold wert. Boah, das war ein nice try, though.
Und dann einfach Infinity Edge, oder? Ist das nicht der Bild? Essence Reaver into Infinity Edge jetzt einfach? Ich habe gesehen, dass auch einige das Ding ins hier gehen als drittes. Knallt auch gut rein, wenn die Armor haben. Aber ich meine, die haben keine Armor. Okay, Yomi kill. It's okay. I take that. Ich hätte noch flashen können. Aber ich wusste nicht, wo er ist. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen zu spät exhausted. Ja, das macht ja richtig Spaß mit Geldboss. Schade. Ah, ich dachte, er wird die scheiß Dingens hier nehmen, die Knalldingens drüber, Junge. Diese Schmutzboxen, Alter. Ich hätte, glaube ich, nach oben einfach raus gayforcen sollen, to be honest, direkt. War ein bisschen stupid. Wo waren die Crits? Habe ich überhaupt den einmal gekrittet? Hat sich angefühlt, als hätte ich den nullmal gekrittet, den Ezreal. Ranged? Ja, ich wollte halt jetzt nicht so da hier heilen fallen, weißt du, und hinten chillen. GG. Thresh absoluter Solo-Carry. Ich habe sogar guten Damage gemacht eigentlich, aber hat sich gar nicht so angefühlt. Ich glaube, da wäre mehr gewesen. Hätte mehr sein sollen.